herzlich willkommen hier auf der BASTA 2017 in Mainz. Ich sitze hier mit dem Manuel Rauber von der ThinkTecture AG. Hallo Manuel. Hallo Patricia, schön hier zu sein. Gestern in deiner Session hast du über Cross-Plattform-Entwicklung mit Angular gesprochen. Mhm. Und ich würde gerne wissen, warum ausgerechnet Angular da das Mittel deiner Wahl war. Mhm. Wir haben ja bei der ThinkTecture AG schon früher auf Angular.js aufgebaut und aufgesetzt. Da war es natürlich ein logischer Schritt, dass wir, wenn die neuen Versionen rauskommen, sei es jetzt Angular 2 oder aktuell natürlich Angular 5, damit weitermachen. Aber es bietet uns natürlich auch ein umfangreiches Anwendungsframework. Das heißt, wir bekommen nicht nur wie beispielsweise bei React oder bei Vue.js eine Vue-Lib. Und Angular bietet einfach hier sehr viel mehr, ein komplettes Framework. Ich kann große Business-Anwendungen damit erzeugen. Ich habe Möglichkeiten, APIs abzurufen, ohne dass ich noch eine dritte Komponente mit einbinden muss. Ich habe ja ein gesamtes, komplettes Framework, wie man es vielleicht auch von .NET oder von MVC her kennt, und habe es in der Webwelt einfach mit dabei. Ich muss mir weniger Gedanken machen. Klar, ich muss natürlich mehr in dem Framework dann entwickeln oder mit den Grundsätzen von dem Framework arbeiten, damit ich mit dem Framework arbeite, nicht gegen das Framework. Aber gerade da hier Angular uns sehr viel interessante Konzepte bietet, war es für uns oder speziell auch für mich das Mittel der Wahl, Anwendungen, die etwas größer werden, die mehr Charakter kriegen sollen, mit Angular einfach zu arbeiten. Mhm. Jetzt hast du gerade Angular 5 schon angesprochen. Mhm. Wie ist das denn für mich als Entwickler, der sich damit noch nicht so gut auskennt, mit den Umstellungen immer weiter? Sind das große Änderungen, die da in der Versionierung passieren, oder ja, muss ich da vor der Instandhaltung irgendwie Angst haben? Genau, das war die Sache, die ich gerade eben angesprochen habe, schon her, Angular 2, dann kam 4, jetzt haben wir 5. Generell ist so, dass all halbes Jahr eine große Versionsnummer rauskommt, was aber nicht bedeutet, dass man davor Angst haben muss, sage ich mal. Oftmals heißt es ja große Version, große Änderung, man muss sehr viel nachziehen. Dadurch, dass jetzt Angular all halbes Jahr eine große Version rausbringt, also irgendein Breaking Change drin sein wird, sind aber die Breaking Changes innerhalb der Version relativ klein und man kann seine Anwendung sehr schnell auf die neuen Versionen hochheben. Das wäre im Endeffekt auch die Empfehlung, dass man es tun sollte, so schnell wie möglich die neuen Versionen zu adaptieren. Wenn man dann mal von 2 auf einem halben oder einem Jahr sind wir dann schon bei 6 oder 7, über 5 Versionen hinwegspringen muss, dann hat man natürlich sehr viele Änderungen. Wenn man dem aber vorbeugt und einmal all halbes Jahr sich 1-2 Tage gönnt zur Pflege der Version, dann bleiben die Änderungen, die man machen muss, tatsächlich relativ klein, auch in größeren Codebasen. Das hört sich jetzt erstmal vor allem nach Vorteilen für Entwickler an. Mhm. Wie ist es denn mit Vorteilen für den User letztendlich, der die Anwendung dann ja von der UX aus benutzt, sozusagen? Ich denke, hier spielt auch der Vorteil erstmal für den Entwickler bei, dass Angular sehr stark auf Komponenten aufbaut. Das heißt, man kann einen kleinen Teil schreiben und den immer wieder verwenden. Das macht es natürlich auch für den Benutzer nachher angenehmer, weil er gewisse Konzepte innerhalb von Anwendungen schon kennt. Das heißt jetzt eine Eingabe für bestimmte Daten. Wenn die Maske auf unterschiedlichen Formularen immer wieder gleich ausschaut, gewöhnt man sich dran, wie Dinge in einer Anwendung funktionieren, wie sie sind. Und man hat natürlich auch den Vorteil wieder als Entwickler zuerst, dass man diese Komponenten mitnehmen kann in andere Anwendungen und dadurch diese Komponenten, die man geschrieben hat, zum einen wiederverwendet und damit auch den User in anderen Anwendungen sehr einfach abholen kann, weil er Bedienkonzepte immer wieder in dem Fall wahrscheinlich vom gleichen Hersteller, in der gleichen Art präsentiert bekommt, ohne dass er sich ständig neu in eine Applikation einfinden muss. Und wenn der User glücklich ist, ist der Entwickler im größten Fall. Im größten auch Fall ist der Entwickler auch glücklich, ganz genau, ja. Okay, dann wie ist das denn? Also Angular lohnt sich vor allem für Leute, die sich mit TypeScript auskennen oder auch .NET-Entwickler. Wie ist das denn jetzt für mich als Java-Entwickler beispielsweise? Ich mache gerade mal kurz den Bogen erst von .NET zu TypeScript. Okay. Hier haben wir den großen Vorteil, dass der gleiche Sprachendesigner hinten dran sitzt, der Anders Halsberg, der zum Beispiel C# oder auch Delphi die Sprache entwickelt hat. Dadurch ist es gerade für Menschen aus der .NET-Welt sehr einfach, den Sprung nach TypeScript zu wagen, weil die Sprache sehr ähnlich ausschaut. Aber man sieht auch in TypeScript, dass Java Einzug gefunden hat, zumindest im Sprachdesign, sage ich mal. Das heißt, auch als Java-Entwickler findet man sich relativ schnell in der Sprache zurecht. Und es gibt einfach gewisse Keywords, sei es jetzt eine Klasse, sei es private oder public, die wir jetzt in
TypeScript auch haben. Dadurch erkennt man sehr schnell Strukturen vom Code, auch wenn man es mit TypeScript vielleicht noch nicht so bewandert ist. Und dadurch kann man es relativ einfach auch als, in Anführungszeichen, fachfremde Person erlernen und damit dann arbeiten. Okay, das heißt, die Empfehlung kannst du schon auch aussprechen, sich da mal mit auseinanderzusetzen. Auf jeden Fall. Das Web kommt, die Cloud wird kommen. Sag ich mal, es schadet nie, wenn man einen Blick über den Tellerrand wagt. Und deswegen sind wir hier auf der Basta, sprechen über diese ganzen Themen und bin immer wieder froh, wenn Leute den Schritt wagen, diesen Tellerrand einfach überblicken und sagen, sie wollen sich jetzt mal mit moderneren Technologien, mit dem Web auseinandersetzen, um damit neue Anwendungen zu erstellen. Dann danke ich dir recht herzlich für dieses schöne Schlusswort. Wünsche dir noch ganz viel Spaß auf der Basta. Herzlichen Dank. Und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal, genau.